Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer sechsten Coding-Challenge. Heute geht es darum, wir wollen eine Zahl, die wir gegeben haben, in einen String konvertieren und dieser String soll diese Zahl in binär darstellen. Und ja, das ist in Python zumindest super einfach machbar, aber ich würde euch vielleicht einfach bitten, das Ganze von Hand zu lösen. Das heißt, wirklich auch selbst zu coden und nicht einfach nur die vorgefertigten Varianten benutzen. Genau. Okay, ganz kurz wieder mal zu unserer Challenge an sich. Wir haben hier folgende Situation wieder. Das ist nicht die richtige IP, die ihr nehmt ihr bitte aus der Beschreibung. Die URL muss hinten mit einem Slash aufhören und ihr bekommt die Challenge, wenn ihr einen GET-Befehl an diese Challenges /6/ schickt. Und ihr bekommt oder ihr könnt die Lösung schicken an ip://solutions/6. Und dort bekommt ihr dann könnt ihr eure Lösung hinposten mit einem Post-Request. Achtung, nicht mit einem Get-Request. Genau. Ihr habt, glaube ich, nur relativ wenig Zeit. Also euer Programm, besser gesagt, hat relativ wenig Zeit. 3 Sekunden oder sowas habe ich es eingestellt. Aber ich glaube, das sollte auch absolut kein Problem sein. Server sollte auch nicht laggen oder sowas. Ist ja nicht wirklich aufwendig hier jetzt heute. Und ich hoffe, es ist euch auch nicht zu einfach. Aber ich finde es trotzdem mal gut, wenn man es gemacht hat. Und ja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Achtet darauf, dass das ja auch kein gültiges JSON ist. Das ist auch nur ein ganz stinknormaler String. Und achtet aber auch darauf, dass wir JSON auf dem Server brauchen. Das heißt, was wir als Lösung brauchen, ist folgendes. In JSON-Format, Achtung, gültiges JSON, nicht einfach nur das hier als String, brauchen wir das Token, Doppelpunkt und dann eben den Binärstring. Nichts Führendes wie 0b oder sowas, also das auf jeden Fall nicht verwenden, sondern einfach nur wirklich den String als oder diese Zahl als Binärstring. Klar ist es nicht platzsparender, als wenn ihr die Zahl schicken würdet. Das ist sogar deutlich aufwendiger, weil es ein ganz normaler String ist, aber es ist eure Aufgabe sozusagen. Und ja, das ist es tatsächlich auch schon. Die andere Richtung wäre einfacher gewesen, ich weiß. Das heißt, wenn ich euch Binärstring gegeben hätte und ihr hättet mir die Zahlen sagen müssen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte es euch ein bisschen kniffliger machen. Aber ihr könnt auch ganz gerne mal die andere Richtung für euch noch intern einfach ein bisschen rumprobieren. Ist auch eine super Übung. So, Fehlermeldung bzw. Rückmeldungen sind hoffentlich Success, wenn ihr es erfolgreich gemacht habt. Error, wenn eure Lösung falsch ist. 404, wenn eure URL oder sowas falsch ist. 403, wenn ihr einen falschen Befehl geschickt habt, also zum Beispiel einen GET-Request an unsere Solutions. Oder 500, wenn ihr zum Beispiel irgendein ungültiges Format geschickt habt oder der Server gerade streikt oder was auch immer. Genau. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon. Das ist eure Challenge für dieses Mal. Wir hören uns bei der Auflösung wieder. Falls ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, gerne in die Kommentare. Ich bin da natürlich immer dabei. Es geht auch dieses Mal eigentlich eher weniger um die Performance, muss ich sagen, sondern mehr um die Lösung an sich, weil es gibt jetzt auch nicht so viel Variation, die man haben kann. Aber es ist natürlich immer super interessant, wenn man weiß, wie lange eigentlich die Lösung braucht. Und ich habe euch ja auch schon die Mittel dazu gegeben, damit ihr das selber ausprobieren könnt. Ich freue mich auch schon wieder auf die ganzen Sprachen, die hier zum Sprechen kommen. Ha! Genau, also ich bin gespannt, was ihr diesmal alles ausgrabt an Programmiersprachen. Ich meinte, vor kurzem habe ich mal von jemandem gelesen, dass er irgendwas sehr, sehr Exotisches hatte. Aber ja, coole Sache auf jeden Fall. Ich finde es super, wie ihr da dabei seid. Und wir hören uns bei der Auflösung wieder. Bis dann. Ciao.